In der zweiten Aufgabe war ein Körper gegeben, der ungefähr so aussah. Der hatte hier eine gewisse Breite, die mit B bezeichnet war. Und hier am Anfang eine gewisse Höhe, die mit A1 bezeichnet war. Das B hatte gleichzeitig den Wert 2 cm. Das A1 hier hatte den Wert 1 cm. Und dann wuchs diese Höhe zum Ende an auf einen Wert A2 von 3 cm. So dass man hier auch sagen kann, dass A2 ist genauso groß wie 3 mal A1. Und dieser Körper wurde jetzt hier in horizontaler Richtung von einem Strom durchflossen. Und diese Richtung wurde dann mit x bezeichnet, so dass hier vorne dann diese Stelle x gleich 0 ist, der Körper eine Länge L hat, also hier ist x gleich L und das L sollte 12 cm lang sein. Und hier in der Mitte fing dieser Körper an, dann eben seinen Querschnitt zu ändern. Das passierte an der Stelle x gleich L halbe und L halbe sind dann eben 6 cm. So, das, was man jetzt ausrechnen sollte, war, wie ist die Stromdichte an der Stromaustrittsstelle? Und die Stromaustrittsstelle ist diese Stelle hier, da wo der Strom wieder rauskommt, diese rechteckförmige Fläche im Verhältnis oder im Vergleich zu dem Strom an, zu der Stromdichte an der Stromeintrittsstelle. Und die Stromeintrittsstelle ist diese rot schraffierte Fläche hier. So, die Stromdichte am Ende, also das J an der Stelle L, kann man recht einfach ausrechnen. Das ist einfach der Strom geteilt durch die Fläche. Und diese schraffierte Fläche ist ja die Fläche von einem Rechteck. Die kann man ausrechnen aus A2 mal B. Die Breite hier ist ja auch B. Die ändert sich ja entlang dieses Körpers nicht. Und die Stromdichte am Anfang, das J an der Stelle X gleich 0, kann man genauso ausrechnen. Das ist der gleiche Strom. Denn jeder Strom, der hier vorne reinfließt, muss ja auch hier hinten rausfließen. Es kann ja kein Strom hier nach oben oder nach unten oder zur Seite rechts und links verloren gehen. Also der gleiche Strom geteilt durch die Fläche am Anfang und die Fläche am Anfang ist A1 mal B. Und jetzt ging es darum, diese beiden Stromdichten zu vergleichen. Also einfach das Verhältnis von beiden aufzuschreiben. JL durch J0, dann kann man das einfach einsetzen. Ich mache das mal hier in Form dieses Doppelbruches. I durch A2 mal B und unterm Bruchstrich eben I durch A1 mal B. Jetzt kann man den Strom kürzen, die Breite B gegeneinander kürzen und den Doppelbruch noch entsprechend umstellen. Das, was im Nenner steht, wandert nach oben. A1 und das, was hier im Zähler im Nenner steht, wandert nach unten. Und dann können wir einsetzen, dass A2 ja das gleiche wie 3 mal A1 ist und dann das A1 gegeneinander kürzen und dann kommt heraus, dass das Verhältnis oder der Vergleich dieser beiden Stromdichten ergibt, dass die Stromdichte an der Stromaustrittsstelle nur noch ein Drittel so groß ist wie die Stromdichte an der Stromeintrittsstelle, was ja auch nicht weiter verwunderlich ist, weil die Fläche hier hinten ist ja dreimal so groß wie die Fläche hier vorne, weil die Höhe eben dreimal so groß ist. Also können wir mal festhalten, hier vorne fließt Strom rein. Es gibt eine Stromdichte, die hier erstmal konstant bleibt und die jetzt bis hier hinten eben auf ein Drittel abnimmt. Und jetzt war als nächstes gefragt, an welcher Stelle passiert es denn, dass die Stromdichte auf 60% des ursprünglichen Wertes abgesunken ist? Und das muss ja irgendwo hier zwischen passieren. Also ist gesucht die Stelle x 60%, wo die Stromdichte nur noch 60%, also 0,6 mal der Stromdichte an der Stromeintrittsstelle bei J gleich 0 ist. So, jetzt kann man erstmal das J von x 60 ausrechnen. Die Stromdichte wäre auch wieder der Strom und dann ergibt sich natürlich hier irgendeine bestimmte Höhe, A 60%, und das ist genau das A, was wir suchen. Zunächst mal, und die Fläche ist wieder A mal B, und das soll jetzt eben genauso groß sein wie 0,6 mal die Stromdichte an der Stelle 0. Und die Stromdichte an der Stelle 0, die haben wir schon mal ausgerechnet,
Das wäre halt genau der gleiche Strom geteilt durch A1 mal B. Also ergibt sich hier so eine Verhältnisgleichung. Und die können wir jetzt nach dem A 60% umstellen, indem wir das hier hoch multiplizieren, A 60% ausrechnen. Und dann sieht man, dass da hoch multipliziert, die beiden Ströme kürzen sich weg, das B kürzt sich weg. Und dann müssen wir, wenn wir das hier hoch multiplizieren haben, durch das 0,6 teilen. Und das A1 auch noch auf die andere Seite schaffen und dann steht da A1 durch 0,6. So, also das A 60% muss sich aus dem A1, also dem 1 Zentimeter durch 0,6 ergeben. Wenn man 1 Zentimeter durch 0,6 teilt, kommt da was Größeres raus als 1 Zentimeter, was ja auch logisch ist, weil das muss ja hier größer geworden sein. So, also jetzt kann man das hier noch den Zahlenwert einsetzen, aber man kann das auch erstmal stehen lassen und sagen, an der Stelle, wo die Stromdichte auf 60% gesunken ist, da muss man genau diese Höhe haben. So, und jetzt ist die nächste Frage, bei welchem x passiert das halt? Jetzt müssten wir eine Funktion aufstellen, wie ändert sich dann diese Höhe, dieses a, in Abhängigkeit von dem x? Und wenn man hier scharf drauf schaut, sieht man natürlich, das ist eine lineare Funktion, also können wir für das a von x eine lineare Funktion aufstellen. Und das so machen, dass wir die x-Achse so ein bisschen verschieben und uns das hier angucken. Dann wäre der Achsenabschnitt die Höhe dieses a, mit dem wir anfangen, a1. Und dann uns den Anstieg angucken, dann ändert sich das a von a1 auf a2. Also ist die Änderung a2 minus a1 und das in einem Abstand von L minus L halbe und das ist auch wieder L halbe. Und das Ganze eben mal x. Und zwar nicht wirklich mal x, weil wir haben ja die x-Achse verschoben, nämlich mal x minus L halbe, weil hier jetzt die sozusagen unser verschobenes x erst anfängt. So, wenn man das nicht glaubt, dass diese Formel passt, kann man mal eine kleine Probe machen und wir könnten jetzt zur Probe wieder das a an der Stelle l halbe ausrechnen mit dieser Gleichung, indem wir mal hier für das x l halbe einsetzen. Dann steht hier l halbe minus l halbe, das ist genau 0, das addiert sich zu 0. 0 mal dieser Bruch ist immer noch 0 plus a1 ist a1 und dann sehen wir, diese Formel an der Stelle l halbe ergibt a1. Können wir hier schauen, die Höhe hier ist tatsächlich a1. Zweite Probe, die wir machen können, ist mal das L an der Stelle, das A an der Stelle L ausrechnen, indem wir hier für x L einsetzen. L minus L halbe ist genau L halbe. Dann kürze ich das mit dem L halbe hier weg. Dann addiert sich das A1 und das minus A1 zu 0 und es bleibt A2 über. Und dann können wir schauen, dass A an der Stelle L ist doch auch tatsächlich A2, also passt das auch. Also ist diese Gleichung hier auf jeden Fall schon mal richtig. Die können wir jetzt noch ein bisschen vereinfachen, indem wir hinschreiben, das ist halt a1 plus immer noch a2 minus a1 durch l halbe. Und hier steht immer noch mal x minus l halbe. Und ja, da jetzt eben unser a60%, was schon bestimmt wurde, dort einsetzen. Und damit können wir dann das x 60% bestimmen, also in diese Richtung jetzt umstellen. So, also das x 60% bestimmen und dann stellt man fest, wir müssen also erstmal das A1 auf die andere Seite rüberholen, dann steht da a 60% minus A1. So, dann durch diesen Bruch teilen bzw. mit dem Inversen von diesem Bruch multiplizieren, also mal L halbe durch A2 minus A1 und dann noch plus L halbe rechnen. So, und um das jetzt halt ein bisschen einfacher zu machen, kann man natürlich jetzt mal eine Zahlenrechnung machen. Und kann hier oben das einsetzen, das A1 sind ja 1 cm, wenn man 1 cm durch 0,6 teilt,
kommt da halt raus, dass das 1/2 Zentimeter sind. Dann haben wir hier 1/2 Zentimeter minus 1 Zentimeter, dann ergibt diese Klammer hier genau 2/3 Zentimeter. So, das L halbe steht hier oben, sind 6 Zentimeter, das A2 minus A1 3 Zentimeter minus 1 Zentimeter ergibt 2 Zentimeter, 6 Zentimeter durch 2 Zentimeter ergibt genau 3 Zentimeter und das Ganze jetzt nochmal plus L halbe und L halbe sind 6 Zentimeter. So, dann sieht man, dass sich die 3 cm gegen die 3 cm kürzen und dass 2 cm plus 6 cm genau 8 cm sind. Also an der Stelle 8 cm ist die Stromdichte in dieser jetzt orange schraffierten Fläche genau auf 60% der Stromdichte am Anfang abgesunken. Und damit ist diese Aufgabe gelöst. Was ist dabei so am häufigsten schiefgelaufen? Ich denke, die meisten Probleme gab es dabei, einfach erstmal die Aufgabenstellung zu verstehen, was hier gefragt war. Und dann sicherlich dabei eben diese lineare Funktion hier aufzustellen und damit dann vernünftig weiterzurechnen.